Herzlich willkommen zurück bei einem weiteren Let's Play von mir und wieder mit dem Spiel Cairo. Letztes Mal haben wir hier aufgehört und dummerweise steht das Ding da oben nicht original wie aus der letzten Folge, weil ich immer wieder zurückgesetzt werde da, wo ich das letzte Mal hier so runtergefahren bin. Oh! Das wusste ich auch noch nicht, dass man da unten runter kann. Also, als nächstes denke ich mal, müssen wir diesen Laserstrahl da oben in diese Kammer reinleiten. Was hoffentlich total einfach werden wird. Weil, ja, ich hoffe es einfach mal. Ich denke, dann wird sich irgendwas tun und ja. Also, es bewegt sich da noch nicht großartig viel was. Jetzt bewegt sich das. Was passiert, wenn man jetzt Hunger? Okay, dann passiert da nichts. Das ist ein bisschen hakelig. Das war zu weit. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. wie kommt man denn da nochmal hoch? Deswegen. Also. Wahrscheinlich. Okay, müssen wir jetzt das drücken. Also ihr seht hier da unten die Zeichen, die unten auf dem Stumpf da drauf sind. Und ihr seht ja da oben die Zeichen. Ich denke mal, dass wir das so einstellen müssen, dass das übereinstimmt, dass das denn da oben in dieses Ding da reinglänzt. Ja, ich bin etwas krank. Aber das geht noch alles. Also das sieht aus wie... Das ist nicht original wie das. Also, ich glaube, ich sehe es gerade. Ich sehe es auf dem Rad gerade eben. Ihr könnt ja nochmal zurückspulen, das kann ich gerade im Moment nicht. Ich muss das Rätsel machen. Achso, nee, okay. Alles okay. Ich habe nichts gesagt. Ist das hier nämlich so? Muss ich noch eins drücken? Nämlich dieses, was so aussieht. Das garantiert das unten von unten sein. Nämlich dieses hier. Ich habe eine Errungenschaft freigeschaltet. Und irgendwas dachte mich gerade dämlich und unheimlich an. Creepy. Ja. Ah ja. Ein Ninja Jump hier runtergehechtet. Hey, hier waren wir doch. Hier waren wir doch schon mal. Allerdings, doch, hier waren wir schon mal. Tatsächlich, hier waren wir schon mal. Das war, glaube ich, gerade mein Handy. Tut mir leid. Wegschmeißen das Teil. Hier waren wir in der Tat schon mal da drüben. Das ist nämlich das, wo ich von hergekommen bin. Und wieder die creepy Sa. Nein! Nein, ich will nicht zurück. Also für das Ganze, ich habe jetzt pro Folge, habe ich jetzt mal so 20 Minuten müssten, glaube ich, reichen. Ist das der Nil? Ist das der Nil? Das sieht aus, also das sieht so ein bisschen aus wie ein großer Fluss. Das könnte der Nil sein. Ich weiß nicht, wo ich hier hinkomme. Ich hoffe, das ist nicht das Ende. Ich befürchte, also im Moment ist das wirklich meine größte Befürchtung,
da ich das Spiel selbst noch nicht so wirklich kenne, einfach mal so instant auf das Ende rauf zu klatschen. Das sieht cool aus. Sieht verdammt cool aus. Sesam, öffne dich. Und es öffnet sich. Ich glaube. Das Ding ist mit Scary Faces. Im Moment passiert hier ja noch nichts, ne? Also. Ich bitte darum, dass das nicht das Ende ist. Ist mir hier wieder irgendwas? Ich habe mich auf Steam inzwischen schon so ein bisschen umgeguckt. Und habe halt erfahren, also habe so ein paar Einblicke ins, Spiel bekommen. Und ich hoffe, was ich nicht, was ich gesehen habe, ist nicht das Ende. Also ich möchte euch jetzt nicht das Ende verraten, aber. Hallo. Hast du auf allen Kanälen hier die Grizzlebilder? Müssen wir mal hier einen neuen, Anbieter wechseln. Erstmal zu, 1&1 wechseln, ja. Also geht ja mal gar nicht. Was passiert denn jetzt hier? Okay, good to know. Ein geheimer Fahrstuhl. Hier passiert nichts. Hat sich hier jetzt irgendwas verändert? Hier ist doch noch alles wie vorher. Ah, na toll. Ich habe das Spiel kaputt gemacht. Ich denke, das muss so sein. Ich denke, es wird sich einfach mal. Ah, hier. Ist das ein Sternbild? Irgendwas? Das sieht doch ganz was wie Stonehenge. Ein großes Steinschwein? Ich habe keine Ahnung. Ich habe gerade wirklich keinen Plan, was ich hier mache. Auf jeden Fall werde ich die ganze Zeit hier angenießt von irgendwelchen Leuten. Also nicht in Real Life, sondern in, im Spiel. Sehr komisch an. Hä? Egal, ich mache einfach weiter. Da sind wir gekommen, also müssen wir da lang weitergehen. Ui, die Automusik.
Ich verstehe doch nicht, ich habe den Sinn noch nicht so ganz erfasst. Also wenn ich das jetzt so... Wir sind aus einem großen Raum mit einem Spiegel, den ich umlenken musste. Dann habe ich mich darauf gestellt. Also auf dieses, also haben wir geschafft. Und dann habe ich mich darauf gestellt. Und jetzt lande ich nach zahlreichen Sachen, Räumen, die so gar keinen Sinn ergeben haben, einfach hier. Also ich bin so ein bisschen durcheinander. Ich habe das Spiel hat erreicht, was es erreichen wollte. Menschen zu verwirren. Ich weiß nicht, wo ich weitergehen soll. 1, 2, 3, 4. 1. Außenteil 1, 2, 3. Das sieht ein bisschen aus wie so ein Pokéball. So ein Pokécoin. Das ist so. Aber egal, ich schweife ab. Vielleicht wird das wieder so sein, dass ich wieder irgendwelche Aufgaben machen. Oh, Gas. Aha. Ich frag mich, was passiert, wenn man durchgeht. Okay. Vielleicht will ich die Folgen demnächst doch etwas länger machen. Ich bin Jesus. Ich kann nach Wasser laufen. What the fuck? Okay, das kann ich verschieben. Ich gucke jetzt einfach mal, was passiert, wenn ich das darauf schiebe. Irgendwas? Ich hoffe einfach mal, dass wir nicht wieder zurück zu dem roten Raum gesetzt werden. Und wenn ja, dann... Okay, es passiert nichts. Oder muss ich... Wie viele Blöcke gibt es denn? 1, 2, 3, 4 und es gibt 4 von diesen Dingern. Okay, das hört sich ja dann zunächst erstmal einfach an. Also höher geschoben. Sieht doch hier wieder aus, als wäre hier irgendwas. Kriegen einen Ball. Gut. Dieses Spiel wird immer verwirrender. So, warte mal. Also, wenn der Ball jetzt hier lang geht, ist das hier weg? Ich vermute mal, wir müssen den Ball da drüben ins andere Loch kriegen. Ball. Der hier so lang. Der da so lang. Und geht er da rein. Müsste jetzt so. Glaube ich, so klappen, ne? Also ich hoffe es jetzt einfach mal. Ich habe keinen Bock, nur irgendwie ja, woanders hinzugehen. Und da hoch kommen wir nicht. Okay. Also nochmal das Ganze. Okay. Das geht. Oh nein, oh nein, nein. Scheiße. Dann nehme ich mal ganz stark an, dass wir den Ball so umlenken müssen, dass er da reinflitscht. Achso, wir haben hier so ein Feld. Sieht aus wie 8x8.
Und dieses ist auf dem zweiten. Das heißt, wir müssen das genau da so raufschieben. Dass der leider so hinflutscht. Ich glaube, ich mache diese Folge mal als eine Überfolge, weil das Spiel ist gerade extrem spannend und ich habe keine Lust, nochmal wo irgendwie woanders was zu machen. Muss der ja hier hin. Schon wer die, also wenn das Spiel ein echtes, also so ein Real-Life-Spiel wäre, ne? Also so real for real, dann wer hat das ganze Ding hier unten hingebaut? Vor allem, das sind alles einzelne Stücke, also sprich, müssten sie irgendwo einen Berg genommen haben, ihn genau in diese Form zerschnitten haben und müsst dann unter der Erde hinzupacken. Okay, außer die Wände. Roll. Roll, mein Roll. Ja, nein. Nein, scheiße. Ist ja Weihnachten nie, was man will. Schlimm. Also, jetzt wird er weiterhalten. Fährt er da so ganz easy ab? Jetzt müsste er verarschen. Willst du mal? Ich muss das dummerweise Schritt für Schritt machen. Und das dauert ja immer eine Weile. Okay. Einfach mal das Spiel so ein bisschen zum Laufen bekommen. Habe ich das gerade? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Tut mir leid. Der Ball geht einfach durch. Also der Ball will da gar nicht. Der Ball will das gar nicht schaffen. Sondern der will einfach so weiter. Also der rollt jetzt da lang. Dann rollt er da lang. Okay, ich schieb ihn noch eins weiter nach oben. Ich schieb ihn jetzt da hin, ja. So. Muss es eigentlich funktionieren. Los, Ball. Echt nicht aufs Game klar. Warte, können wir das nicht auch einfach einfacher machen? Einfach. Also der Ball kommt hier an. Flitscht dann nach da. Der ist dann auf dieser Linie hier ungefähr. Dann flitscht er von da nach da. Oder soll er ja eigentlich nicht. Das heißt, dass der Stein darüber muss. Das war jetzt vielleicht etwas zu weit. Oh, nee, das geht gerade so. So, aber wenn wir jetzt das machen, werdet ihr gleich sehen. Passt auf. Jetzt geht ihr von da.
nach da und jetzt geht er nach da. Und genau das soll er ja halt nicht. Das heißt, ich habe entweder das Spiel kaputt gemacht. Oder. Dieser Ball geht durch. Will er hier ankommen? Will er nach da gehen? Will er nach da gehen? Ist er von da nach da? Müsste ich den hier zurückschieben? Ich versuch's jetzt mal ganz unkonventionell. Hinkommen. Also der Ball rollt jetzt von hier durch. Geht ja schon nicht mehr. Weil da zu ist. Ich komme nicht mehr klar. Ich glaube, ich habe mir beim nächsten Mal einfach mal die Lösung dafür. nein, das wäre sonst viel zu einfach. Also. Ich werde von hier. Achso, nee, doch, das geht. Das geht. Ball. Hier, dann muss ich den hier rüberschieben. Irgendwie geht mir das Gehauch auf die Nerven. Also das von der Musik. Extrem nervtötend. Vor allem, wenn man das jetzt schon seit gut einer halben Stunde im Ohr hat. So, sehr, sehr gut, eine halbe Stunde. Also jetzt rollt er weiter durch. Pass auf, jetzt funktioniert hat. Rollt er hier durch. Jetzt prallt er noch da ab. Jetzt breitet er da ab. Ja, das geht. Rollt er da lang? Muss da sehen. Haha, ich bin nicht dämlich. Jetzt passt auf, jetzt pass auf, jetzt kommt's. Ja, haha. Ich bin so gut. Ich bin so schlau. Der Ball trifft trotzdem nicht genau. Ah, ich glaub's nicht. Nee. Okay, egal, aber ich hab's schon mal. Muss ich noch ein kleines bisschen feinjustieren. Ganz vorsichtig. So, jetzt müsste er perfekt da so. Kommt er noch mal zurück? Ey, du! Boah, ich mach gleich die Sounds auf, die gehen mir auf den aus, die gehen mir auf die Nerven. Boah, jetzt braucht der Ball wieder so ewig. Weißt du, da hat man es einmal geschafft, hier das ganze Ding hinzukriegen. Und dann kommt dieser kleine Ball und sagt einfach mal nö. Ah, jetzt geht doch. Okay. Wenigstens etwas. Also wenn er jetzt so müsste ein bisschen mehr muss da haben. Hier so, jetzt muss er genau so. Na komm, na roll, na los. Ja. Ah, okay, ich hab's hinbekommen. Man siehe oben links. Hat man es wieder gesehen? Okay. Oben links hat man es wieder gesehen, dass ein weiteres Teil freigeschaltet wurde. Sehen wir mal an und dieses Sirren ist wieder da. Ich hasse dieses Sirren und ich werde wieder darf man ja nicht sagen. Ich werde wieder mal mit Glas angesprüht.
mit pinkem Gas. Und man sieht auch hier, der Pokéball hat sich verbessert. Das ist jetzt von einem normalen Pokéball zu einem Superball aufgestiegen. Und wenn wir fertig sind, haben wir einen Meisterball und dann können wir uns die alle schnappen. Okay, und das ist der nächste Raum. Aber ich würde mal sagen, ich mache auch schon aus. Weil wir sind jetzt gleich bei 26 Minuten. Ich möchte euch das nicht zumuten mit den Minuten. Und ja, und dann würde ich einfach mal sagen, bis zum nächsten Mal. Und ja, schreibt in die Comments, liked meine Videos, abonniert mich, macht was auch immer ihr wollt, bis auf mich haten, das mag ich nicht, das könnt ihr ruhig weglassen. Aber den Rest könnt ihr gerne alles machen, schreibt mich an, ich bin auch auf Steam verfügbar. Ich muss das, glaube ich, noch dazu hinzufügen. Aber egal, ich sage dann tschüss und bis zum nächsten Donnerstag. Da kommt meine nächste Folge raus. Denn ich habe mir jetzt Ziel gesetzt, jeden Dienstag und jeden Donnerstag ein neues Video rauszubringen. Und damit tschüss.